Ich bin Max, ich bin 19 Jahre alt, erlerne den Beruf technischen Modellbau bei der Firma Beutenmüller in Uhingen und bin im dritten Lehrjahr. Wir arbeiten für die Automobilindustrie. Wir stellen Designmodelle her, die später auch die Grundlage bilden für die Serienfertigung der Autos. Und das ist alles im Maßstab 1:1, also wie das Auto dann auch später auf der Straße steht. Im ersten Lehrjahr macht man mehr so Handproben. Da hat man einfach nur einen viereckigen Kunststoffklotz vor sich, in dem man dann Aussparungen herausarbeitet, Radien anarbeitet und anhand von der Zeichnung dann auch ein Modell fertigt. Und im weiteren Verlauf der Ausbildung entwickelt sich das dann auch mit den Maschinen und da lernt man auch immer mehr Fertigkeiten dazu. Das Besondere ist, dass man nie einen Teil zweimal macht, also es ist sehr vielseitig der Beruf und klar, dass man halt Einblicke hat, welche Modelle später mal rauskommen, also dass man wirklich an Autos arbeitet, die erst in 3 bis 4 Jahren auf den Markt kommen und somit praktisch vorher weiß, was alles passiert. Zu mir macht besonders viel Spaß, dass man im Team arbeitet, also man arbeitet nie alleine an einem Projekt und deswegen ist die Stimmung auch ziemlich gut und die Arbeit geht leichter voran und ja, das genaue und präzise Arbeiten und einfach von der Zeichnung praktisch später was umzusetzen mit der Hand oder mit Maschinen, das macht schon sehr viel Spaß. Nach der Ausbildung werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen Berufserfahrung sammeln und anschließend hat ja jeder die Möglichkeit noch auf die Meisterschule zu gehen oder eben die Technikerarbeit zu machen.